Ein Abschiebezentrum für bis zu 50 Migranten in Südtirol. Die Freiheitlichen begrüßen das Vorhaben grundsätzlich. Für die Landtagsabgeordnete Uli Meier kann ein Abschiebezentrum aber nur unter gewissen Bedingungen funktionieren. Meier: Der Landeshauptmann muss mit der römischen Regierung klare Verhandlungen führen, klare Zusagen auch haben, dass die Abschiebeverfahren beschleunigt werden. Auch müsse sichergestellt werden, dass Rom genügend Personal stellt. Es kann nämlich nicht sein, dass bereits diensttuendes Sicherheitspersonal, die Sicherheitskräfte hier in Südtirol, für diese Struktur herangezogen werden. Ich glaube nicht, dass wir für diese Struktur ausreichend Personal haben. Und es müsse geklärt werden, was mit Personen passiert, die keinem Herkunftsland zugeordnet werden, fordert Meier. Denn bisher waren ja diese Argumente immer als Ausrede, warum wir so wenig Abschiebungen grundsätzlich haben. Es sei naiv zu glauben, ein Abschiebezentrum würde eine abschreckende Wirkung auf illegale Migranten haben, sagt Meier. So eine Einrichtung müsse deshalb gut überlegt sein. Es ist davon auszugehen, wenn wir erst einmal eine solche Struktur haben, dass es sich nicht um eine zeitliche Begrenzung handelt, sondern diese Struktur für einen langen Zeitraum aufrecht erhalten werden muss. Das kostet Geld. Die Frage ist, wer kommt dafür auf? Natürlich der Steuerzahler. Wichtiger wäre es, dass die Regierung stärker gegen illegale Einwanderung vorgehe. Häfen müssten erneut geschlossen werden, fordert Meier, und auch die EU müsse handeln.